Augen auf, News. Was ist Orgonit? Ich habe diese Orgonit-Thematik aufgegriffen, da ich sehr gute positive Erfahrungen damit gemacht habe und es dadurch jeden von euch empfehlen kann. Man sieht die Wirksamkeit am besten an den Pflanzen, die mindestens dreimal so schnell wachsen und wuchern. Für die meisten ist es wohl blöder Esoterik-Kram, für einige sicherlich nicht. Ich zwinge niemand auf, die Wirkung von Orgoniten zu glauben. Aber wenn man noch selbst keinerlei Erfahrung damit gemacht hat, kann man es auch nicht einfach als Humbug abstempeln und die Wirkung abstreiten. Hätte mir einer von meiner Orgonzeit sowas erzählt, hätte ich ihn auch für bekloppt gehalten. Seid offen für alles Alternatives. Es schadet nicht. Entscheidet wie immer für euch selbst. Was ist Orgonit? Was ist Orgonenergie? Für die meisten rational und materiell denkenden Menschen ist die Existenz einer Energieform, die sich nicht direkt messen lässt, nur schwer zu akzeptieren und zu begreifen. Das schließt deren Existenz jedoch nicht von vornherein aus. Der Gedanke, dass wir von einer Energie durchdrungen werden, die alles Leben erst ermöglicht und aus der letztendlich alle anderen Energieformen und auch die Materie selbst gebildet werden, ist der Menschheit schon seit Jahrtausenden geläufig. Jede Kultur hatte ihre eigene Bezeichnung dafür. Die Hindus nannten sie Prana, die fernöstlichen Kulturen Chi oder Ki, die Griechen Äther, die Germanen Vril. In der Bibel findet die Lebensenergie Erwähnung als Odem. Weitere Synonyme sind Pyramidenenergie, Nullpunktenergie, Vakuumenergie, Unipolarenergie, kosmische oder freie Energie. Viele Bezeichnungen für ein und dasselbe. Die moderne Physik spricht von Tachyonenergie. Tachyonen sind aus technischer Sicht überlichtschnelle subatomare Energieeinheiten ohne eigene Masse. Sie legen Entfernungen augenblicklich zurück und sind allgegenwärtig. Die Wirkungsweise von Tachyonen besteht darin, aus Chaos Ordnung zu schaffen und disharmonische Zustände in harmonische umzuwandeln. Wer war Wilhelm Reich? Wilhelm Reich, 1897 bis 1957. War der Erste, der diese Energieform mit wissenschaftlichen Methoden untersuchte. Eine breite Anerkennung seiner Ergebnisse wurde ihm aus politischen Gründen verweigert, aber er entdeckte bestimmte Gesetzmäßigkeiten, welchen die Orgonenergie, wie er sie nannte, folgte. Laut Reich liegt das Universum eingebettet in ein Meer von Energie und aufgrund von Überlagerungseffekten gehen daraus andere Energieformen und auch Materie hervor. Durch die Erkenntnis, dass organische Materie diese Orgonenergie anzieht und anorganische Materie sie abstößt, war er in der Lage, mittels einfacher Gerätschaften wie dem sogenannten Orgonakkumulator Energie aus der Atmosphäre zu konzentrieren und zu bündeln. Was ist ein Orgongenerator? Der Orgongenerator ist das Ergebnis einer völlig neuen Technologie. Aufbauend auf Dr. Reichs Erkenntnissen wurde festgestellt, dass eine sehr starke Konzentration von Orgonenergie erreicht werden kann, indem man kleine Metallteilchen in organischen Harz, wie zum Beispiel Epoxid oder Polyesterharz, einlagert. Die ursprüngliche Idee dazu hatte der Österreicher Karl Wels. Er gab der Mischung Harz und Metall den klangvollen Namen Orgonit. Der Amerikaner Don Croft entwickelte dies in den 90er Jahren weiter, indem er dem Orgonit Quarzkristalle hinzufügte und damit einen Verstärkerungsfaktor erzielte. Um diese Energieumwandlungstechnik großflächig einsetzen zu können, baute er verschiedene preisgünstige Orgonit-Geräte, die er seiner Mentalität als Esoteric Warrior entsprechend Towerbuster TB, Holy Hand Grenade HHG, Cloudbuster CB etc. genannt hat. Geistig anders veranlagte Orgonit-Entwickler verwenden weniger materialische Bezeichnungen, zum Beispiel Harmonizer oder Energiekegel, für ihre Erfindungen. Bauanleitungen und Bestandslisten von Orgonit-Geräten sind heute auf zahlreichen einschlägigen, oft nicht kommerziellen Internetseiten einsehbar und können mit relativ geringem finanziellen Aufwand selbst hergestellt werden. Es gibt inzwischen recht viele und gute Orgonitenhersteller weltweit und auch in Deutschland, die erfreulicherweise meist im niedrigpreisigen Bereich Produkte anbieten. Echte Designobjekte oder sehr große bzw. materialintensive Geräte haben natürlich ihren Preis. Weiter mit dem Wirkprinzip. Das Harz ist organisch,
Das bedeutet in diesem Zusammenhang auf Basis von Kohlenwasserstoff. Besitzt eine ziemlich hohe Dichte und hat eine kristalline Struktur. Nach dem Aushärten ist es relativ unempfindlich gegen Druck und Temperatur. Es ist UV-beständig, nicht wasserlöslich und gibt keinerlei chemische Stoffe mehr ab. Durch die Einlagerung von Metallteilchen ergibt sich der Effekt, dass im Inneren eines Orgongenerators sehr viele Schichten von organischen, nichtmetallischen, nichtmagnetischen, nichtleitenden Harz und anorganischen, metallischen, magnetischen, leitenden Metallspäne Materials entstehen. Hierbei ist die Gesetzmäßigkeit der Dualität der absoluten Gegensätze sehr gut zu erkennen. Die Orgonenergie wird vom Harz absorbiert, von den Metallteilchen im Inneren jedoch sehr schnell wieder abgestoßen. Man könnte sagen, dass sie durch ständiges Auftreten auf Metall verbunden mit einer Ausstoßungsreaktion, die bis beschleunigt regelrecht durchgerüttelt und damit ähnlich wie Wasser bei starker Verwirbelung enorm aktiviert wird. Die beschleunigte und somit verstärkte Orgonenergie wird schließlich in alle Richtungen gleichmäßig abgestrahlt. Durch Hinzufügen von Bergkristallen in bestimmten Anordnungen ist es sogar möglich, die Energie in eine bestimmte Richtung zu lenken. Bergkristalle nehmen Energie, Licht, Wärme, Strahlung, aber auch Orgon an der Basis und den Seiten auf und leiten sie zur Spitze hin. Dort wird die gebündelte Energie mit einer bestimmten Drehrichtung abgestrahlt. Somit kann sie gezielt, zum Beispiel in Richtung Spitze des Orgongenerators, gelenkt werden. Viele Menschen spüren die Energie bereits, wenn sie die Innenfläche der Hand über einen Orgongenerator halten, was sie als eine als Prickeln empfundene Reizung der Nervenenden oder sogar als kühler Lufthauch empfinden lässt. Die Sensitivität hierfür ist bei jedem unterschiedlich stark ausgeprägt, kann aber durchaus trainiert werden. Darüber hinaus ist es sinnvoll, Orgongeneratoren als geometrische Körper, zum Beispiel Pyramiden, herzustellen, um den Energiefluss zu stärken und zu lenken. Das Hinzufügen von anderen Kristallen und Edelsteinen ist möglich, um spezielle Wirkung zu erzielen. Wozu kann ein Orgongenerator verwendet werden? Grundsätzlich können Orgongeneratoren überall dort eingesetzt werden, wo der natürliche Fluss der Lebensenergie gestört ist, zum Beispiel durch Strahlung, Elektrosmog oder chemische Umweltverschmutzung. Bewährt hat sich die Aufstellung in Büroräumen, in der Nähe von Mobilfunkmasten und Radio- und Fernsehantennen, Trafohäusern, Zimmern mit Neonbeleuchtung, neben Monitoren und Fernsehgeräten, Mikrowellen und Elektroherden. Ein Orgonfeld schützt vor elektromagnetischer Strahlung im Umkreis von einigen Metern, je nach Größe des Orgongenerators. Hierbei wird nicht die Strahlung selbst beseitigt, sondern deren Auswirkung auf den natürlichen Energiefluss, was sich als ein Erstarren des normalerweise pulsierenden Orgons manifestiert. Wilhelm Reich prägte hierfür den Ausdruck DOR, Deadly Orgon. Ein Orgongenerator kann direkt als Kraftquelle im Alltag genutzt werden. Er kann helfen zu entspannen und Stress abzubauen, balanciert Körpersysteme aus, fördert die Selbstheilungskräfte des Körpers und hilft Unbewusstes bewusst zu machen. Was ist DOR? DOR ist erstarrte, abgestorbene Orgonenergie. Das Orgon hört auf zu pulsieren, wenn es mit radioaktiver Strahlung oder mit künstlich erzeugten Hochfrequenzfeldern, Mikrowellen, in Kontakt kommt. Eine mit DOR angereicherte Atmosphäre ist für jeden Menschen sofort zu spüren. Die Luft wirkt stickig und tot, als ob sie steht. Der Himmel sieht düster und grau aus, Vögel sind verstummt und Pflanzen lassen ihre Blätter hängen. Solch eine DOR-Atmosphäre herrscht beispielsweise unmittelbar vor einem Gewitter. Sie wirkt sich unmittelbar auf die Psyche des Menschen aus. Man fühlt sich niedergeschlagen und bedrückt. Ein ähnliches Gefühl kann einigen Gebäuden befallen, in denen ein Mangel an lebendiger Orgonenergie vorherrscht. Typische Beispiele sind Krankenhäuser, Altenheime, Arbeitsämter, Bürohäuser und ganz allgemein Gebäude mit viel Neonlicht, vielen Computern und Monitoren oder mit den unsäglichen UMTS oder ähnlichen Mobilfunksendern auf dem Dach, die heute überall in unfassbarer Menge nahezu flächendeckend installiert werden. Reich betonte auch, dass das Gefährliche an Atomkraftwerken nicht die vergleichsweise geringe Strahlenbelastung ist, sondern das sich viele Kilometer im Umkreis erstreckende DOR-Feld. Außerdem konnte er deutlich belegen, dass zwischen DOR und Krebserkrankungen ein direkter Zusammenhang besteht. Ein Orgongenerator arbeitet umso stärker, je stärker das ihn umgebende DOR-Feld ist. Wozu dienen die eingebauten Kristalle? Natürlicher Quarz oder Bergkristall wächst in Millionen von Jahren unter immensen Druck und Hitze zu einem komplizierten dreidimensionalen Netz,
das eine absolute geometrische Regelmäßigkeit aufweist. Im natürlichen Zustand ist er eckig, hat stets 6 Seiten und läuft an ein Ende spitz zu. Quarzkristalle besitzen unglaubliche Fähigkeiten, die erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts wissenschaftlich erforscht und bisher nicht einmal annähernd verstanden werden. Ein kleiner Chip aus Kristall, chemisch Siliziumdioxid, ist das Herz oder besser gesagt das Gehirn des allgegenwärtigen Personal Computers. Jeder Quarz besitzt eine Schwingungspotenz, daher er beginnt zu schwingen, wenn er durch Energiezufuhr dazu angeregt wird. Außerdem kann er aufgrund seiner piezoelektrischen Eigenschaften riesige Mengen von Informationen speichern. So betrachtet ähnelt ein Kristall tatsächlich auf gewisse Weise dem menschlichen Gehirn. Wenn wir mit einem Quarzkristall in Kontakt kommen, scheint eine Art unbewusster Kommunikation stattzufinden, da von beiden Gehirn und Kristall ständig schwache elektromagnetische Energiewellen empfangen und ausgesendet werden. Es wird davon ausgegangen, dass hierbei im Gehirn der Hypothalamus die größte Rolle spielt, eine Drüse, die im Mittelhirn sitzt und der Regulierung von elektrischen Vorgängen im Körper dient. Sie kann durch kleinste elektronische Impulse beeinflusst werden und ist höchstwahrscheinlich auch in der Lage, die oszillierenden Energien, die von Quarzkristallen ausgesendet werden, zu empfangen und zu verarbeiten. Die Interaktion mit Kristallen kann dabei helfen, das neuroendokrine System des Körpers im Gleichgewicht zu halten und sich dadurch schließlich verschiedene Ebenen des Unbewussten klarzumachen. Diese Aussage deckt sich erstaunlich genau mit den Eigenschaften, für die der Bergkristall seit tausenden von Jahren in der Steinheilkunde steht: Reinheit und Klarheit des Geistes. Durch die Einlagerung in Orgonit wird ein Kristall beständig energetisch angeregt und dadurch zum Schwingen veranlasst. Im Umkehrschluss der oben getroffenen Aussage könnte angenommen werden, dass die Kristalle vom menschlichen Geist programmiert werden und die Orgonenergie in die von uns gewünschte Richtung lenken. Das sind natürlich unbewiesene, aber nicht unbegründete Annahmen. Dieses Modell würde allerdings die scheinbar intelligente Wirkungsweise der Orgongeneratoren erklären. Bis heute ist niemand in der Lage zu erklären, warum diese Geräte überhaupt funktionieren. Warum werden manchmal Kupferspulen mit eingebaut? Die Orgonenergie wird gewöhnlich vom Generator in allen Richtungen gleichmäßig abgestrahlt. Manchmal ist es allerdings erwünscht, sie in eine bestimmte Richtung zu konzentrieren, zum Beispiel zur Spitze des Gerätes hin. In solchen Fällen kann man eine Spule, die nach dem Vorbild einer Spiralgalaxie gewickelt ist, hinzufügen, eine sogenannte Galaxy- oder SBB-Spule. Diese Form bewirkt, dass Energie durch Magnetfeldlinien zum Zentrum hin bewegt wird. Das Aufeinandertreffen von zwei zueinander entgegengesetzt fließenden Energieströmungen im Zentrum des Wirbels bewirkt, dass die Energie in eine bestimmte Richtung geschleudert wird. Rechte Handregel der Elektronik. Und zwar zum Betrachter hin. Wenn der Wirbel im Uhrzeigersinn verläuft und vom Betrachter weg, wenn er entgegen dem Uhrzeigersinn gerichtet ist. Außerdem erhält die Energie dadurch eine Rechtsdrehung. Wie wirkt ein Orgongenerator auf die Psyche? Viele Menschen berichten von einer auffällenden Wirkung auf die Psyche, wenn sich ein Orgongenerator im Raum befindet. Das Verschwinden von Depressionen und Kopfschmerzen sowie der Beseitigung von Schlafstörungen wurden vielfach berichtet. In den meisten Fällen wird das Traumerleben viel intensiver und farbiger. Auch Menschen, die unter dauerhafter Müdigkeit oder Erschöpfungszuständen litten, haben oft eine wesentliche Verbesserung ihres Zustandes erlebt. Außerdem scheint die Luft in der Nähe eines Orgongenerators frischer zu sein, was mit einer negativen Ionisierung zusammenhängen könnte, die mit Orgon einhergeht. Man denke an die frische Luft nach einem Gewitter. Schon Reich hatte beobachtet, dass seine Orgon-Akkumulatoren eine gewisse kuschelige Atmosphäre in den Raum verbreiteten, in dem sie standen. Unbewusst wird man sich immer dann in die Nähe einer Orgonquelle begeben, wenn ein körperliches Energiedefizit vorhanden ist. Für alte Menschen stellen Orgongeneratoren eine beständige Quelle von Lebensenergie dar, die eine große Hilfe sein kann. Altersschwäche ist eine besonders offensichtliche Form von Energiemangel. Außerdem hilft Orgon bei Meditation, Yoga, Reiki oder Chakraarbeit besonders gut und erlaubt Effekte, die sonst nur nach jahrelang Training zu erreichen sind. Werden Pflanzen durch Orgon beeinflusst? Auch auf Pflanzen ist die Wirkung von Orgonenergie ausgesprochen positiv. Kümmerliche oder kränkelnde Pflanzen erholen sich bei Anwesenheit eines Orgongenerators oft in kurzer Zeit. Die Wachstumsgeschwindigkeit von gesunden Pflanzen verdoppelt sich nahezu. Es scheint fast,
als könnten Pflanzen die Energie direkt verwerten, was möglicherweise mit der Photosynthese zusammenhängt, die von wissenschaftlicher Seite ebenfalls nicht in allen Details verstanden wird. Licht und Argon wechselwirken auf verschiedene Weise. Genau wie Wasser wird Argon durch Sonnenlicht aktiviert. Andererseits galt bis Anfang des 20. Jahrhunderts der Äther als das Medium, auf dem sich Licht durch den Raum bewegt. Äther wird heute als Synonym von Argonenergie verstanden. Im Übrigen wurde die Äther-Theorie niemals überzeugend widerlegt, auch wenn es uns schwerfällt, es zu glauben. Materieteilchen sind Negativobjekte im Äther. Argongeneratoren wirken auf alle lebendigen Vorgänge im Menschen, bei Tieren, Pflanzen und in der Atmosphäre harmonisierend und ausgleichend. Die Energie selbst setzt immer genau an der Stelle an, wo sie benötigt wird und scheint somit auf gewisse Art intelligent zu wirken. Kein Wunder also, dass sie seit frühesten Zeiten als göttliche Energie verstanden wird. Argongeneratoren stellen somit einen Schnittpunkt zwischen urzeitlicher Magie und moderner Wissenschaft dar. Sie besitzen eine eigene messbare Aura, wie sie sonst nur Lebewesen haben. Argon und Wasser. Wasser ist eines der geheimnisvollsten Stoffe unseres Planeten. Es besitzt so viele physikalische Anomalien, dass es eigentlich gar nicht existieren dürfte. Die Fähigkeiten des Wassers, Energien und Frequenzen jeglicher Art zu absorbieren und für immer zu speichern, wird bis heute nur in Ansätzen verstanden. Durch Argon wird Wasser enorm vitalisiert. Viele Menschen benutzen ihren Argongenerator, um ihr Trinkwasser zu beleben. Teure Wasservitalisierungsgeräte werden somit überflüssig. Die verbesserte Wasserqualität lässt sich schon nach wenigen Minuten schmecken. Für eine dauerhafte Wasservitalisierung genügt es, einen ausreichend großen Generator auf die Hauptleitung des Hauses zu stellen. Argon schwächt die negativen energetischen Wirkungen von Fluorid und Chlor ab, nicht jedoch deren chemische Anwesenheit. Das Redoxpotenzial von Wasser wird durch eine Organisierung deutlich angehoben, was sich physikalisch messen lässt. Außerdem verringert sich die Oberflächenspannung. Im Gegenzug scheint sich die Wirkung der Argongeräte noch zu verstärken, wenn sie in ein Schälchen mit Wasser gestellt werden. Kann ein Argongenerator auch gefährlich sein? Anders als die ursprünglich von Wilhelm Reich entwickelten Argon-Akkumulatoren, die immer die Energie vom Konzentrierten, die gerade in der Umgebung vorherrschte, das konnte also auch Dor sein, wandeln die Argon-Generatoren der neuen Generation jede aufgenommene Energie in gesundes, positives Argon um. Sie sind dem Reich-Akkumulator weit voraus. Überladungseffekte, wie sie bei zu langer Benutzung eines Akkumulators auftraten und die sich als Nervosität und beschleunigter Puls äußerten, treten beim Einsatz eines Argon-Generators ebenfalls nicht auf. Selbst bei direkter Anwendung am Körper wird stets nur so viel Energie zugeführt, wie eben benötigt wird. Nicht mehr. Auch hierbei ist wieder die scheinbar intelligente Wirkungsweise zu beobachten. Man kann sagen, dass ein Argon-Generator den Energiefluss in seiner Umgebung ausbalanciert und harmonisiert. Deshalb ist die Bezeichnung Harmonizer auch sehr zutreffend. Wie groß ist die Reichweite eines Argon-Generators? Der Wirkungsbereich ist in erster Linie von der Masse des Harz-Metall-Gemisches abhängig und weniger von der Form. Ein kleinerer, etwa faustgroßer Generator wirkt spürbar in einem Umkreis von etlichen Metern. Dabei ist immer ausschlaggebend, wie notwendig eine Energiebalance in der Umgebung gerade ist. In einem Büroraum, der mit elektronischen Geräten vollgestopft ist, wird ein Argon-Generator sehr stark arbeiten. Ist das Energieniveau der Umwelt näher am Optimum Sättigung mit Argon, passiert wesentlich weniger. Ein sehr großer Argon-Generator wie der sogenannte Cloudbuster kann die Atmosphäre im Umkreis von bis zu 50 Kilometern vitalisieren und reinigen, was sich besonders in Industriegebieten auch sehr deutlich am Aussehen des Himmels beobachten lässt. Den meisten Menschen ist längst klar geworden, dass mit unserer Atmosphäre etwas nicht mehr stimmt. Argon ist buchstäblich in der Lage, unsere geschundene Umwelt zu heilen. Aber auch hier gilt, probieren geht über studieren. Sie müssen nicht einmal daran glauben. Noch ein wichtiger Hinweis. Die sogenannte Wissenschaft kann durch objektives Messen immer nur Wirkung feststellen, niemals die Ursachen dafür. Da die Lebensenergie jedoch die Ursache für alle materiellen Erscheinungen ist, ist es unmöglich, sie messtechnisch nachzuweisen. Wissenschaftler werden also an Argongeneratoren keinerlei Wirkung feststellen können. Alle genannten Effekte müssen demnach aus wissenschaftlicher Sicht pure Einbildung oder Placebo-Effekte sein.